Die Deutsche Bahn zwingt uns Kunden in die digitale Totalüberwachung. Warum und weshalb? Das schauen wir uns an. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum und Kunde. Schön, dass du wieder Zeit für ein kleines Video hast. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, freue ich mich über ein Abo. Diejenigen, die schon häufiger meinen Kanal verfolgen, wissen, ich bin eine leidenschaftliche Bahnfahrerin, aber so langsam vergeht mir wirklich die Lust. Klar ist die Deutsche Bahn zu nutzen oder auch andere öffentliche Verkehrsmittel wichtig für den Klimaschutz, gar keine Frage. Und deswegen hat ja auch die Bundesregierung hier verschiedene Maßnahmen vor. Das heißt, das Netz soll hier weiter ausgebaut werden. Aber wir wurden ja auch schon durch verschiedene Informationen darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir doch bis 2030 mit mehreren Einschränkungen zu rechnen haben. Verschiedene Projekte, die die Bahn vorhat, gerade der Ausbau der Gleise, wurde erstmal wieder auf Eis gelegt. Nicht wahr? Warum? Weiß kein Mensch. Aber gut, das ist gar nicht unser heutiges Thema. Es geht wirklich über die totale Überwachung seitens der Deutschen Bahn und auch eine bestimmte Diskriminierung findet hier statt. Worum geht's? Es geht zum einen um das Thema Sparpreise, ja oder nein. Und es geht zum anderen um die Serviceleistung der Deutschen Bahn, die auch nicht mehr alle Kunden hier nutzen können. Schauen wir uns mal erst an, was mit dem Thema Sparpreis los ist. Hier hat so still und heimlich eine Änderung stattgefunden. Denn im Oktober des letzten Jahres hat der Aufsichtsrat verschiedenen Dingen hier zugestimmt. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, vertreten unter anderem durch Ampelpolitiker, die schauen wir uns später nochmal an. Und diese Änderungen betreffen tatsächlich insbesondere das ganze Thema des Trackings. Bedeutet was? Wenn du einen Sparpreis nutzen möchtest, dann kannst du das nur noch auf zweierlei Arten tun. Du gehst entweder zum Schalter und sagst, ich hätte gern zum Beispiel ein Ticket nach Düsseldorf, aber zum Sparpreis. Dann sagt der Bedienstete freundlich, dürfte ich bitte Ihren Ausweis haben. Das heißt, die Deutsche Bahn möchte genau wissen, wer du bist, der hier den Sparpreis nutzen möchte. Und du denkst, okay, kein Bock, gehe ich zum Automaten. Tja, Pech gehabt. Bis September letzten Jahres war es möglich, auch am Automat ein Ticket zu erwerben zum Sparpreis. Diese Funktion haben die mal ganz schnell gelöscht, die Herrschaften von der Deutschen Bahn. Das heißt, am Automat kannst du nur den normalen, sprich Premiumpreis bezahlen. Sparpreis nicht möglich. So, dann hast du noch eine zweite Möglichkeit, ein Ticket zum Sparpreis zu kaufen. Aber da fängt die Diskriminierung an. Denn das ist nur noch möglich, entweder am Schalter oder halt eben mit Hilfe deines Smartphones. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die nutzen kein Smartphone aus datenschutzrelevanten Gründen. Und die Zahl derer, die kein Smartphone nutzen, wird tatsächlich wieder größer. Denn sie wissen ganz genau, in dem Moment, wo ich ein Smartphone nutze, dann findet die ganze Tracking-Aktion statt. Das heißt, meine Daten werden halt eben abgegriffen und wo auch immerhin weiter kommuniziert. Und es gibt natürlich auch ältere Personen, die kein Smartphone besitzen, entweder aus Kostengründen, so hoch sind die Einkommen von Älteren hierzulande, ja weiß Gott, nicht gerade als Rentner, oder sie nutzen kein Smartphone, weil sie mit der Technik sich nicht vertraut machen können oder wollen. Also diese Herrschaften können tatsächlich nur einen Sparpreis erwerben am Schalter gegen Vorlage ihres Ausweises. Und das ist natürlich insofern eine gewisse Diskriminierung. Das muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen, weil diese Funktion am Automaten hier gelöscht wurde. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere Form der Diskriminierung. Die findet nämlich insofern statt, dass es zumindest hier in Berlin nicht mehr möglich ist, dass du an diese große Anzeigentafel gehst, wo die Wagennummern halt eben vorhanden sind. Und hier in Berlin haben wir zum Teil sehr, sehr lange Bahnsteige, das heißt für Ältere ist es wirklich richtig, richtig heftig, hier sich irgendwo dorthin zu positionieren, wo du denkst, okay, hier ist ungefähr meine Wagennummer, wo ich eine Platzreservierung vorgenommen habe. Katastrophe. Die Wagennummer, die erfährt man auch nur, wenn man wieder ein Smartphone hat. Und das Smartphone verbindet dich dann mit der DB Navigator App. Diese App von der DB, die halten viele Datenschutzexperten für hochproblematisch.
Die ist also nicht ganz sicher. Und mir ist das also, wie gesagt, aufgefallen. Hier in Berlin gibt es das nicht mehr. Ich bin dann nach Düsseldorf gefahren und als ich wieder zurückgefahren bin in Düsseldorf, ja, da gibt es diese Tafel noch, wo die Wagennummer genau angezeigt wird. Das ist wirklich unmöglich. Die Bahn will uns dazu zwingen, dass wir halt eben ein Smartphone und dementsprechend diese DB Navigator App hier benutzen, damit sie uns alle besser überwachen können. Und all jene, die halt eben kein Smartphone haben, ja, dem steht halt eben nicht der gesamte Service der Deutschen Bahn mehr zur Verfügung. Nur noch digital. Und wenn du jetzt denkst, ach ja, Sparpreis hin, Sparpreis her, ich habe meiner Oma, meinem Opa eine Bahncard gekauft, tja, Pech gehabt. Auch die wird oder ist schon nur noch digital nutzbar. Das heißt, alle Herrschaften, die eine Bahncard besitzen, diese Plastikdinger von 25 oder 50%, die können die halt eben auch nur noch in Verbindung mit dieser App halt eben nutzen. Und im Laufe dieses Jahres soll es auch für alle Bahnkarten gelten. Das heißt, jeder, der halt eben alltäglich zur Arbeit fährt, hat in der Regel so eine Monatsbahnkarte. Und auch die soll komplett auf digital umgestellt werden. Die Begründung der Bahn ist natürlich, man möchte von den Plastikkarten weg, im Sinne des Klimaschutzes, völlig klar. Und natürlich möchten sie mithelfen, die digitale Transformation hier in Deutschland voranzutreiben. Auch toll. Und jetzt wollen wir uns mal ganz kurz anschauen, wer überhaupt in diesem Aufsichtsrat der Deutschen Bahn sitzt. Wie gesagt, Vertreter der Ampelregierung. Und das ist zum einen Anja Hajuk. Sie kommt vom Wirtschaftsministerium und ist Mitglied der Grünen. Dann haben wir von der FDP Susanne Henkel, Sven Pöschel und Bernd Reuter. Auch die sind FDP-Mitglieder. Und wir haben hier noch Herrn Stefan Gelbhaar, der ist von den Grünen. Und die SPD darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist Dorothee Martin. Das heißt, die Ampelpolitiker, sie haben dieser Diskriminierung und auch dieser Überwachung absolut zugestimmt. Sie sind sich scheinbar nicht darüber im Klaren, dass sie damit insbesondere auch Ältere hier benachteiligen. Nicht nur, weil diese möglicherweise kein Smartphone haben, sondern wenn sie auch kein Smartphone haben, vor allen Dingen nicht mehr sich am Bahnsteig orientieren können. Wo steige ich denn ein? Also das finde ich wirklich absolut diskriminierend, was hier passiert ist. Und wie gesagt, das Ganze schon seit Oktober 23. Das hat man natürlich nicht pressewirksam kundgetan, ganz klar. Schön, still und heimlich. Was soll's denn? Hätte man das sofort offengelegt, dann hätte es wahrscheinlich schon früher einen Aufschrei gegeben. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich entrüstet, was hier an Überwachung stattfindet in Deutschland. Und das natürlich mit Hilfe jetzt auch von Seiten der Deutschen Bahn. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Sonntag, wo immer ihr gerade seid. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.